Ich habe einen genialen Plan. Ich werde versuchen, in einem Monat, also bis Ende Januar, perfekt Französisch zu sprechen zu können. Nicht zu schreiben oder so, sondern einfach in der Konversation standfest zu sein. Und dazu werde ich einfach YouTube nutzen und mir ständig Französisch reinziehen, ununterbrochen, und währenddessen auch Grammatik und Vokabular und den Google Translator zu nutzen. Und das werde ich jetzt jeden Monat machen mit einer neuen Sprache, weil ich habe nämlich, ich habe in Facebook eingegeben, in verschiedenen Gruppen, dass ich jemanden suche, speziell eine Frau, die mir eine Sprache beibringt oder mir hilft, eine zu verbessern. Und das würde man dann auf YouTube streamen und ich würde dafür auch zahlen, klar. Und anstatt dass da positive Nachrichten zurückkamen, so hey, ja, klar, klingt super, mache ich mit und so, kamen nur negative Nachrichten. Kommentare, dass ich das angeblich nutze, um nach Frauen zu suchen oder irgend so ein Scheiß. Und es war nicht nur wenig, sondern es waren so viele in verschiedenen Gruppen, die das blöd kommentiert haben. Und einige haben gesagt, meinst du wirklich YouTube? Meinst du nicht YouPorn? Und sowas. Und dann waren mir zwei Sachen so ein bisschen, sind mir klarer geworden. Erstens, ich möchte mehr im Ausland machen. Dazu muss ich einfach die Sprache auch besser lernen. Also fange ich jetzt mit Französisch an und das ist also meine Lieblingssprache. Und das Zweite ist, dass, ja, wenn ich ins Ausland gehe, dann sollte ich die Sprache auch schon voraus ein bisschen besser können. Ich finde das immer Blödsinn, ins Ausland zu gehen und dann die Sprache nicht zu können. Und dann, ja, und dann kann das auch sein, dass ich 2018 dann komplett mein Facebook lösche, weil ich finde diese fehlende Funktion, dass man Kommentare nicht ausschalten kann, finde ich dort eine ziemliche Tragödie, weil es gibt einfach bestimmte Posts, wo du keine Kommentare brauchst. Und das ist einfach Blödsinn. Genauso wie man bei YouTube auch Kommentare ausmachen kann, wenn man will. Das sollte man bei Facebook genauso können. Und ja, von dem her halte ich halte von Facebook überhaupt nichts mehr, wenn man es professionell benutzt, okay. Ansonsten nicht. Wer das mitverfolgen will, wie mein Französisch dann jetzt im Januar, wie sich das verbessert und wie das wächst, der kann dann in meinen französischen Kanal auch mit rein. Und ich habe jetzt schon Live French in YouTube eingegeben. Da gibt es etwas, wo die jetzt über Neuigkeiten und Dokumentarfilme, Analyse und Interviews machen. Und da freue ich mich riesig drauf. Und werde einfach mir ganz, ganz viel YouTube reinziehen. Gut ist, dass ich die Grundkenntnisse habe, weil ich hatte 3 Jahre oder zwei, 3 Jahre Französisch auf dem Gymnasium. Also, und dann nochmal circa ein halbes Jahr, glaube ich, Französisch in Sevilla, weil ich dort eine Frau kennengelernt habe, die aus der französischen Schweiz war und sie mir das sehr, sehr günstig angeboten hat, mir das weiter beizubringen. Deswegen ist das, wird das gar nicht so schwer sein, denke ich. Wir werden sehen. Später heute kommt dann auch noch das Seil-ASMR im Meer. Habe ich versprochen, gestern war Thorsten mit dem Stream, dann konnte ich natürlich kein ASMR machen.